Heute haben wir mal ein kleines Video wieder von einem RS4B9 am Start. Wir haben mal heute die Felgen von der Tanja draufgestellt, weil wir es ausprobieren wollten, wie das ausschaut von der Optik her. Ist ein gepfeffert V3 verbaut mit den Upgrade-Stoßdämpfern und Upgrade-Gummi hin, wo wir ja schon ein anderes Video gemacht haben letztes Mal, auch mit verbaut. Und wir haben jetzt gesagt, wir geben mal einfach Performance-Höhe, nicht dass der eine oder andere sagt, boah, das sind wir von euch anders gewohnt oder so. Kann man auch machen, muss man aber nicht, weil wir haben ja die originalen 20 Zoll drauf gehabt und haben wir gesagt, mit den 20 Zoll probieren wir das mal, dass das alltagstäglich das Auto bewegbar ist, weil da kommen ja auch noch Winterreifen drauf. Und dann auf der gleichen Einstellung haben wir jetzt nur einfach die Räder getauscht, von 20 auf 21 Zoll, OZ Aris im 9x21 ET50, mit vorne normalerweise 7,15er, oder? 12,5 oder 12 mm Scheiben vorne und hinten 30,35. Dann hast du das einigermaßen gleichmäßige Optik und steht da hinten ein bisschen satt im Radkasten drin und du hast trotzdem einwandfrei die Möglichkeit, das Auto zu bewegen und zum Lenken und zum performancemäßigen Fahren. Ja, das einmal so zu dem Thema heute. Aber der hauptsächliche Grund, warum dass wir das eigentlich filmen wollten, ist, weil wir genau bei dem Auto war so, der Bastian hat uns angerufen, gesagt, wie schaut es aus, Fahrwerk und so weiter und so fort. Weil das sind ja Jungs von Rocket Jung, die wo unsere Homepage und so weiter und den ganzen Internetauftritt auch bei ganzen Sachen für uns managen. Und dann habe ich gesagt, hat das Auto Magnetic Ride? Sagt, da müssen wir mal schauen, wie kriegen wir das am allereinfachsten raus, ohne dass jetzt der Kunde ans Auto gehen muss und das Auto auf die Bühne nehmen muss oder beim Audi-Händler nachfragen muss und mit Fahrgestellnummer und so weiter und so fort. Das ist eine ganz einfache Sache. Und zwar, du gehst einfach rein bei deinem Auto, schaltest einmal die Zündung auf On. Dann machen wir natürlich jetzt mal die Musik komplett aus, die brauchen wir ja mehr nicht. Dann suchen wir uns natürlich das Menü. Akku, sagt er. Wir gehen ganz einfach aufs Menü. Dann suchen wir uns da einfach das Fahrzeug. Dann gehen wir auf Fahrzeug. So, jetzt haben wir da genau die Punkte schon einstellen können. Da kannst du, wenn ich Drive Select habe in dem Fahrzeug, kann ich das natürlich mit diesen Punkten steuern. Ne? Drive Select, alle möglichen Sachen, was ich da durchschalten kann. Und dann sage ich zu jedem immer, gehst auf Individual. Weil da kann ich nämlich Individual, wenn ich auswähle, ich möchte individual quasi individualisieren. Das heißt, was kann ich auswählen? Motor, Lenkung, Motorsound, ACC. Aber nichts mit Fahrwerk. Wenn ich da Fahrwerk drin habe, dann kann ich das Fahrwerk auswählen und kann dann immer noch Sport, Soft, Normal und was man halt alles möchte, auswählen. Und das ist dann eigentlich genau der Punkt, wo ich sehe, ich habe ein Magnetic Ride, in dem Fall beim Audi, beim VW heißt DDC und so weiter, Porsche PASM. Ja, beim VW zeigen wir es jetzt gleich nochmal. Genau, beim VW zeigen wir es jetzt genau nochmal, weil wir haben einen 8er Golf auch und da kann man das auch nochmal schön herzeigen. Aber das ist in der Regel immer so, wenn ich in das Menü, ins Untermenü dann eingehe, beim Fahrzeug unter Individual und kann dort nicht das Fahrwerk verstellen und kann keine Fahrwerkseinstellungen vornehmen, dann brauche ich das nicht. Ne? Weil es wird ganz oft gefragt, wie erkenne ich, dass mein Fahrzeug Magnetic Ride oder eine sogenannte elektronische Dämpferregelung besitzt. Bei manchen Fahrzeugen, sagen wir jetzt mal RS3 oder so, die haben unten dann einen Stecker manchmal am Auto dran, dann kannst du vielleicht auch noch rausfinden. Also wenn du ein Fahrzeug, wenn du jetzt wirklich das Untermenü nicht findest oder das Auto steht auf der Bühne, gibt es manche Fahrzeuge, die haben dann einen Sticker unten dran am Stoßdämpfer. Wenn man dann unten einlenkt, dann sieht man das, dass da ein Kabel ist. Und bei dem Fahrzeug ist jetzt vorne im Motorraum, vorne beim Dom normalerweise und hinten unter der Radausschale. Okay? Dann können wir aber ans Auto gehen und können uns das kurz anschauen. Das ist ja normalerweise in dem Bereich da irgendwo, weil da werden die Kabel immer dran gehängt. Weil da ist der Dom und dann hängt dann immer da meistens irgendwo dieser sogenannte Stilllegungssatz, weil die Kabel da oben direkt in den Dom reingehen. Und das ist bei dem Auto jetzt nicht der Fall. Okay, alles klar, das war das. Und wie gesagt, dann kriegen wir das auf alle Fälle geregelt. Dann gehen wir nochmal schnell aussehen. So. So, schnell sind wir mit frischer Luft gegangen, schon einmal nicht. 8er Golf ist ja bekannt, das Fahrzeug. Es hat schon wieder Besitzer gewechselt. Wahnsinn, gell? Wie schnell das bei uns geht. Es ist zwar immer noch in unserem Besitz, in Anführungszeichen, und bei unserem Hof wahrscheinlich, oder Dominik? Geht davon aus. Jetzt muss ich schauen, dass ich das Video nicht so früh hochlade. Mit dem Top Secret. Top Secret. So, also, hier sieht man mal gar nichts, weil wir haben jetzt da ein sogenanntes gepfeffert V3 mit verstellbaren Stützdämmlagern verbaut, da siehst du gar nichts. Weil nämlich, da sind wir genau wieder beim Punkt, die Stilllegungen sind genau hinten bei den Radarschalen verbaut und das hast du an der Hinterachse genauso, beziehungsweise sind die Stillleger dann am Stoßdämpfer befestigt. Vielleicht wenn wir hinten eingefüllt, kann man das, sieht man das? Normalerweise ja, also da wenn du jetzt so ein bisschen so schräg hinten durchfüllst hinter der Bremsscheibe, dann sieht man, dass die mit
Das sind wirklich mit original mit Kabelbinder befestigt. Da sind so Halter dabei und damit dieser Stilllegungssatz kommt dann am Stoßdämpfer, die haben wir hinten und vorne. Und da ist dieser sogenannte Stilllegungssatz verbaut. So, wie findet man das beim Golf aus? Gehen wir mal beim Golf rein. Oh, kann der herausfordern. So, könnte eine Herausforderung werden, ne? Der Golf und die ganzen Menüchen und so weiter, der ist ein riesen Laptop, das siehst du einmal, bis da jetzt mal was hochstartet, ist fast wie in der Früh, wenn man so ein veraltetes Ding noch hat. Das mit dem Touch ist nicht. Ich könnte jetzt sagen, bitte Radio aus. Ich habe dich nicht verstanden. So, dann gehen wir da ins Menü. So wie man es bei einem iPad oder sonstig was auch gewohnt ist, dann geht man da hin. So, Fahrzeug. So. Es dauert noch ein bisschen. Fahrzeug. Es dauert ein bisschen. Nicht der schnellste. Nein, ist nicht der schnellste. Das ist aber ganz normal. Der passt zu uns. So. Jetzt haben wir die ganze, da gehen wir zum Beispiel, kannst hier auf Reifen gehen und dann kommst du auf Untergeschwindigkeiten. Was haben wir jetzt da? Wo war es jetzt das wieder? Jetzt ist der Vorführmodus, gell? Warte mal. Bremsen haben wir. Was haben wir noch? Zentralverriegelung. Scheibenwischer, Serviceposition. Normalerweise kannst du das auf die Modis da machen. So, schmarrn was, sowas. So, da haben wir. Du kannst, da hast deine Touch beim 8er Golf jetzt, dann gehst du, glaube ich, beim 7er auch so. Beim 7er kannst du es auch verstellen. Gehst einfach auf Mode, dann gehst du auf Individual. So, und jetzt müsst ihr normalerweise das irgendwie verändern können. Genau. So, da habe ich jetzt die ganzen Sachen: Lenkung, Antrieb, Motorsound, Lichtassistenz, Klima, bla 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 und so weiter und so fort. Ne? So, DCC, da haben wir jetzt zum Beispiel die ganzen, da hast du jetzt direkt so Punkte, wo du das wählen kannst. Ob wenn der Komfort der Punkt ist, dann ganz nach unten. Ne? Das bringt uns jetzt aber bei dem Auto jetzt auch nichts mehr, weil wir ja nichts verstellen können mehr, weil wir einen Stilllegungssatz drin haben. Und da könntest du jetzt die Härte quasi punktuell verstellen, bis du ab dem Sportmodus quasi im DDC wärst zum Beispiel. Ne? Und wenn ich das natürlich habe, wenn ich das DDC-Modus habe, dann habe ich natürlich im 8er Golf zum Beispiel ein sogenanntes DDC-Fahrwerk. Ne? Und dann kannst du mir schon wieder Rückinfo oder uns diese Rückinfo geben. Ich habe ein DDC-Fahrwerk verbaut, ich brauche einen Stilllegungssatz. Stilllegungssätze, was kosten in der Regel? Das wird auch ganz oft gefragt. Kosten in der Regel 300 Euro. Meistens aber bei RS-Modelle oder da hast du ja ganz einen anderen Stilllegungssatz. Beim RS6 zum Beispiel hast du ein komplettes Kästchen, das wo ja hinten zwischengesteckt wird, in der Seitenwand rechts im Kofferraum, wo zwischengesteckt wird. Und ganz wichtig ist auch immer, wenn man sowas verbaut, hat das keine Einbußen gegenüber Motorsound, Antrieb, Lenkung und alles andere. Es wird lediglich nur das Fahrwerk stillgelegt. Das ist immer das ganz Wichtige. Weil viele Leute fragen das immer, ja, bleiben dann meine Fahrmodis dann schon erhalten und dass er dann so sportlich ans Gas geht und so. Das bleibt definitiv immer noch alles erhalten. Gell? Aber wie gesagt, geht bei 300 Euro los, geht bis 500 Euro bei RS-Modellen zum Beispiel, also RS6 zum Beispiel, RS3 zum Beispiel wieder nicht. Und bei den M-Modellen kann es auch sein, dass die ein bisschen teurer sind, wegen so 340, 350 Euro. Porsche kosten auch in der Regel 450, 500 Euro. Gell? Bloß, dass ihr das einmal Bescheid wisst. Also, war heute mal ein kleiner Einblick in diese Geschichte. Wie erkenne ich, wann und wo habe ich ein DDC bzw. ein elektronisch geregeltes Fahrwerk verbaut? Also, in diesem Sinne, macht es gut. Servus, Sabatieri.